Hulmatopf hat für das Brotbacken die Backform Pane entwickelt. Diese ist innen drin glasiert. Vor dem Backen wird diese mit Butter ausgestrichen, meliert, in den Teig hineingegeben und in den kalten Backofen geschoben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, in einem klassischen Römertopf Brot zu backen. Dafür wird der obere Teil gewässert, der untere glasierte Teil wird gebuttert, meliert, der kalte Teig hineingegeben und mit dem gewässerten Deckel in den kalten Backofen geschoben. Wer auf das Buttern und Melieren der glasierten Fläche verzichten möchte, reißt einfach ein Stück Backpapier ab, legt dieses aus und gibt darauf den Teig.